Oh, ich kenne die Story noch. Ich kenne die Gegner noch. Ich kenne alles noch. Ich habe mich so lang gefreut. Ich hoffe, man hört mich dann noch. Ja, hier kommen. Richtig Gönnung, Alter. Also eher Aber nicht. Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesno, Dinkitana, Fuschbach, Kindelbitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Wie lange ist das Spiel? Aber das auch. Du wirfst und du triffst nicht und springst und dann bist du tot. Seine Arme. Oh, so geil, ey. Lucky nochmal. Ja, ja, das ist der Plan. Ja, achso, nee, das kommt später. Ja. Boah, da sind Pupsgeräusche. Wie eine Frühlingsbrise. Hör mal das Geräusch, ey, wir haben Pupsen, ne? Juhu. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich hab irgendwie vergessen, was die Blauen bedeuten, dass sie, glaube ich. Okay, die suchen mich auf jeden Fall. Da! Okay. Achso, ich mach die Kiste mal auf. Jetzt kann er sich einreiben. Oh. Ja, okay. Ja! Aber, Moment. Was ist denn hier los? Wieso? Juhu, er ist voll komisch, ey. Warum sollte ich die Tikis zerstören, Mr. Krabs? Weil sie dich ausgelacht und sich über dich lustig gemacht haben. Was haben sie denn gesagt? Du weißt schon, SpongeBob, Schlammklotz. Das ist nicht sehr lustig. Nein, und sie sagten, deine Mama sei hässlich. Hässlich? In Ordnung, wow. Mr. Krabs. Ich werde Story sie 10 von 10. zerstören. Wir haben eine Abmachung. Gut, ey. Ah, die haben das Spiel bestimmt richtig broken gemacht. Ja, guck das mal an. Was ist das? Warum? Oh mein Gott. Okay, let's go. I will do it. I will do it. I will do it. I don't going to do it. What the fuck? Moment mal. Azoyl mit 4 Personen. Oh mein Gott. Danke. Extrem nice, dass ich das nochmal erleben darf hier. Bin völlig wasted gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich hier vorbeikomme. Er slidet da rum, ey. Rutscht die Melone denn? Ah. Oh ja. Ich hab. Noch eine Sache für mich. Heck. In dieser Ecke der Verteidiger des Poseidons. Ein kleiner, eckiger Bursche. Und sein Herausforderer. Ein riesiger, mörderischer Eichhörnchen. Oh mein Gott, Sandy Bot. Sieh mal, eine Giraffe. Ich glaube, ich muss nach Hause, um Gary zu füttern. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Was für ein schockierender Niederwurf durch Patrick. Der Roboter verliert seinen Kopf. Hübscher fliegender Kopf, den Move von Patrick. Junge. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Das war easy. Der Roboter ist am Boden und da bleibt er auch. Was für ein Aufruhr hier im Poseidon. Also das war doch mal ein Kampf. Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny. Eine neue Kraft, das Blasenbowling. Doch warte, da ist noch mehr. Ein goldener Pfannenwender. Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Dins kleinem Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über $5.32. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebohnert.